Nick, Bruder. Hallo lieber Hundefreund, herzlich willkommen zu diesem Border Collie Video. Heute geht es um das Thema Platz aus der Bewegung zu lernen. Das Ganze bei der Suki oder mit der Suki. Die Suki ist jetzt 11 Monate alt und die ersten Monate, die habe ich voll dem Thema Bindung, Beziehung, Kommunikation gewidmet, habe noch nicht richtig trainiert und jetzt geht es mehr ins Training mit ihr alleine und das erste Training heute war Platz aus der Bewegung zu lernen. Das Ganze Step by Step. Wenn dich das Thema interessiert und wofür es gut ist, schau dir das Video an. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Ja, worum geht es beim Platz in der Bewegung? Es geht im Prinzip darum, dass du deinen Hund sehr kontrolliert in jeder Situation, aus jeder Bewegung heraus ins Platz legen kannst. Das ist sehr hilfreich, teilweise, wenn du ohne Leine unterwegs bist und es ist irgendwie Gefahr in Verzug, du kannst deinen Hund nicht mehr rechtzeitig zurückrufen oder du hast keine Möglichkeit, ihn an die Leine zu hängen. Und der Hund ist in sicherer Position, dass für ihn, wenn er ins Down geht, keine Gefahr droht, dann bietet sich das sehr an, wenn dein Hund das kann. Ich muss sagen, das ist jetzt ein Training gewesen heute mit der Suki, so gut wie das erste Mal. Sie war zwar ein paar Mal dabei, wie ich es mit Nick, dem 5,5 Jahre alten Kumpel, geübt habe, aber alleine habe ich es noch nie geübt und deswegen habe ich das heute in diesem Video aufgenommen, wie man es Schritt für Schritt lernt. Es gibt hier jetzt noch kein Endergebnis, aber ich finde, sie hat das heute sehr gut gemeistert. Bevor wir losstarten, nur ganz eine kurze Wiederholung zu den Stufen der Belohnung. Die finde ich immer wichtig. Stufen der Belohnung habe ich im Video Nachhaltiges Training für den Border Collie Welpen schon darüber erzählt. Wir haben verschiedene Stufen eben. Einmal das Zergelsal als Top-Belohnung, dann haben wir ein Leckerli und wir haben die körperliche Bestätigung, das Tätscheln und das Lob. Wir wollen nicht berechenbar sein für den Hund. Das heißt, wenn wir ihn rufen zum Beispiel bei einem Rückruf, dann soll er nicht genau wissen, was ihn erwartet. Und deswegen sind wir nicht berechenbar. Jetzt starten wir los. Die erste Übung ist einfach mal warm machen, mit der Belohnung bestätigen. Das heißt, die Vertisuki, die ist jetzt da drüben gerade, schwenken wir mal rüber, rückrufen und dann bestätigen. Zu mir! Take! Yeah! Super! 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 Genug! Zu mir! Genug. Warm sind wir. Wir haben Lust auf die Top-Belohnung. Und somit gehen wir in den Schritt 2. Suki ist ein Hund, der sich nicht so gern in das Down legt. Deswegen brauche ich ein bisschen Geduld. Das Wichtige ist, das Kommando so wenig oft wie möglich zu sagen. Auch wenn ich Down sage, also bei mir heißt es Platz, das Down, auch wenn ich Down sage, es ist angekommen bei ihr das Down, aber vielleicht wird sie sich nicht gleich hinlegen, wenn es bei deinem Hund auch so ist, abwarten und das Kommando nicht zu oft wiederholen. Das probieren wir jetzt einmal. Also es geht jetzt ums Down. Zug. Down. Take. Genug. Zug. Down. Gute Maus. Down. Down. Take. Genug. Down. Take. Genug. So, und jetzt wollen wir ja in die Bewegung kommen. Das heißt, jetzt bin ich ja momentan noch einfach statisch und ich gehe jetzt mit ihr, bleib dann stehen, sag down und sie soll sich hinlegen. Down, take.
Genug. Down, check. Genug. Okay, und jetzt werden wir schauen, wie tut sie sich, wenn ich jetzt dann weitergehe. Das ist nämlich der nächste Schritt. Ich werde jetzt runtergehen, dann sage ich down, sage das nur einmal und gehe weiter und schaue, was passiert. Das Ganze mache ich jetzt ein bisschen zügiger. Down. Yeah, tick. Und das war jetzt ganz wichtig. Super Zug. Super. Genug. Und total überrascht, also dass das so super jetzt funktioniert hat. Das Ganze mache ich jetzt nochmal, gehe schneller. Und ganz wichtig war jetzt eben nur ein Down zu sagen. Come on. Down. Sag jetzt nichts. Jetzt ein Nein. Nein. Down. Super. Zu mir. Take. Genug. Frei. Jetzt tun wir so, als ob wir nicht im Trainingsmodus sind. Ah. Jetzt brauchen wir einen Sackerl. Weiter Zug. Down. Ein Kommando. Ich habe mich jetzt umgedreht. Nein! Yeah, zu mir! Und da ist ganz wichtig, jetzt kriegt sie nur ein Leckerli. Ja, gefoppt. Ja, super. Und da ist ganz wichtig, wenn sie sich dann hinlegt, dass die Belohnung unmittelbar kommt. Ja? Das heißt, da lasse ich sie nicht ablegen, denn es geht ums Verankern von meinem Down mit der tatsächlichen Ausführung des Hinlegens. Dann kommt die Bestätigung unmittelbar. Und das werden wir jetzt üben. Wir werden es noch nicht ausreizen. Aber je besser das dann funktioniert, desto mehr können wir dann auf die Zeitkomponente gehen. Das heißt, wir werden sie länger dann abliegen lassen. Ja, so schaut es aus. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Probiert es aus. Würde mich freuen über Rückmeldungen, wenn es vielleicht ein kurzes Kommentar abgibt, ob es bei euch funktioniert oder ob ihr das sowieso schon macht oder ob es ein Blödsinn ist. Kann ja auch sein. Wie immer ohne Dogma. Stay connected with your dog. Ciao.